Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Heute wieder mit drei wunderbaren Geschichten. Erst geben wir die Post unserer Gäste in Grönland ab. Danach gehen wir behind the stage sozusagen, backstage mit Angelique. Und dann noch die Silent Disco. Viel Spaß! Haben Sie schon mal Post aus Grönland bekommen? Also ich nicht, aber vielleicht ist es bald soweit, denn über 1000 Gäste von AIDA Diva haben ihre Post in Grönland aufgegeben, in einem etwas anderen Postamt. Viel Spaß! Hallo, ich bin Martin, hier Ihr Mediamanager an Bord von AIDA Diva und wir machen uns gleich auf den Weg nach Apilatok, denn wir geben unsere Spezialpostkarte im Postamt ab. Und neben mir, da habe ich unsere beiden Chiefpurser, Heiko und die Caro. Ja, und ihr könnt mir mal verraten, wie viele Karten haben wir denn am Ende eingesammelt? Es sind jetzt ganz genau im Endeffekt 1283 Stück. Ich denke, da machen wir uns mal auf den Weg und schauen einfach, dass wir das Postamt auch finden. Wir sind jetzt angekommen hier in Apilatok. Die Einheimischen haben uns auch schon begrüßt und jetzt gehen wir auf der Suche nach dem Postamt. Los geht's! Wo ist denn das Postamt? Tja, vielleicht kann uns ja der da oben zeigen, wo es lang geht. Und Post? Da? Da. Okay, dann komm mit. Endlich! Wir haben es gefunden, das Postamt hier von Apilatok. Da geben wir jetzt die Briefe ab. Geschafft! Die Post ist abgegeben, wir haben unser Soll erfüllt und ehrlich gesagt ist auch ganz schön kalt hier und deswegen geht's jetzt zurück aufs Schiff. Wie Sie wissen, haben wir ja richtig tolle große Ensembles an Bord, die ordentlich ausgestattet sind. Und dafür brauchen wir Menschen, die hinter der Bühne dafür sorgen, dass immer alles picobello aussieht. Also Haare oder Perücken, Kosmetik und natürlich die Kleidung. Wir haben Angelique begleitet, sie sitzt backstage und kümmert sich genau darum. Gucken Sie mal. Hey, ich bin Angelique und ich bin Kostüm- und Make-up-Supervisor an Bord. Die Darsteller verändern sich während des Vertrags, trainieren halt ganz viel und die Kostüme müssen dadurch eben auch angepasst werden. Ne? Manche werden halt muskulöser, manche etwas schlanker. Da ist eben viel zu tun, auch hinter der Bühne. Wenn keine Shows sind, kümmere ich mich viel um die Perücken. Sie müssen gewaschen werden, sie müssen frisiert werden, sie müssen neu eingelegt werden, vor allen Dingen sehr fest gemacht werden. Sie bewegen sich halt viel, sodass Locken und Co. einfach gut sitzen. Gelernt bin ich Friseurin und Make-up-Artist, habe lange ganz klassisch im Salon gearbeitet,
habe früher, bevor ich die Ausbildung machte, aber in einem Theater gearbeitet und habe dann während meiner Laufbahn als Friseurin und Make-up-Artist gemerkt, ich muss wieder zurück. Das ist meine Leidenschaft, das ist das, wofür mein Herz brennt. Für mich ist es immer wieder spannend, mit ganz vielen internationalen Menschen zu arbeiten, aus überall von dieser Welt, und man kann so viel voneinander lernen, sprachentechnisch, aber auch menschlich. Und das ist das, was mir hier am meisten Spaß macht. Und ich bin sehr froh, dass ich eben meine Schere niedergelegt habe und mich wieder dem Theater gewidmet habe. Unsere Darsteller kommen vor Hauptschutz 2 Stunden Minimum, um ihr Make-up selbst zu machen mit ihrem Buch. Sie werden von mir dabei unterstützt. Jedem Einzelnen werden halt die Haare gemacht, unterschiedlich für die Shows. 2 Monate bevor sie dann unser Schiff betreten, haben sie Rehearsals in Hamburg und werden trainiert in Choreografie, Gesang und eben auch in Make-up. Meistens singen sie sich noch warm, sie machen Workouts kurz vorher, eben einfach warm zu werden, um dann bereit zu sein für die schöne Show. Haben Sie schon mal von einer Silent Disco gehört, also einer ruhigen Disco? Und wenn dazu dann noch die Mitternachtssonne kommt und ganz viele glückliche Gäste auf dem Pooldeck, dann sieht das so aus wie im folgenden Film. Viel Spaß! Wahnsinn. Meine Damen und Herren, wie Sie hören, hören Sie nichts. Viel Spaß bei unserer Silent Pool Party. Und einmal die Lautstärke. Ach, schön. Oh. Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Meine Familie und ich, wir planen auch gerade unseren nächsten AIDA-Urlaub und freuen uns schon richtig drauf. Und wenn Sie sich auch für sowas interessieren und wenn Sie auch mal Spaß haben, sich über Kreuzfahrt zu informieren, dann gehen Sie in Ihr Reisebüro oder auf www.aida.de. Und hier kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Barcelona und fahren als erstes nach Palma de Mallorca und nach Civitavecchia. Rom erwartet uns. Der nächste Hafen ist Livorno. Noch ein Halt in Marseille an der französischen Küste. Danach geht es wieder zurück zum Ausgangspunkt unserer Reise nach Barcelona. Die Rolling Stones sind ja gerade auf großer Deutschlandtour. Ich war hier in Hamburg dabei. Fantastischer Abend. Und da bin ich umso froher, dass wir auch eine Rolling Stones Show an Bord haben, nämlich Satisfaction. Und da habe ich mir gedacht, zu den Bildern der Woche, was passt da im Moment besser als Wild Horses von den Stones? Viel Spaß. Wild horses.
Zeit.